Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Folge unseres geopolitischen Wochenrückblicks von Suvarov TV. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Tobias Naase, Chef der antiimperialistischen Aktion aus Deutschland. Lieber Tobias, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Bitte sehr. Viele Menschen im Westen beschäftigen sich ja zurzeit mit den Sanktionen gegen Russland, die ja infolge der russischen Militäroperation in der Ukraine verhängt worden sind. Wie wir wissen, ist das natürlich ein Konflikt, der schon seit Jahren vom Westen provoziert worden ist und quasi der nicht erst vor 2 Wochen begonnen hat, vor 3 Wochen, also vor 2 Wochen, sondern mittlerweile schon 8 Jahre andauert. Und wie wir ja wissen, waren eben bis jetzt die Instrumente des Westens, um hier gegen Russland vorzugehen, Sanktionen. Vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Wir kennen das ja aus der westlichen Kriegspolitik mit Embargos. Kuba ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er schon seit Jahrzehnten unter diesen westlichen Sanktionen leidet, aber eben auch Venezuela. Wenn wir in unsere Geschichte zurückgehen, können wir das natürlich in Bezug auf Europa auch vor allem im Ersten Weltkrieg sehen, wo die Entente-Mächte damals eben Deutschland quasi mit Seeblockaden versucht haben, mürbe zu machen. Und diese neuen Sanktionen des Westens, die dürften ja insofern einzigartig sein, also bis jetzt gegen Russland, weil sie ja eben auch einen Sektor betreffen, von dem Europa sehr abhängig ist, nämlich jetzt Nord Stream 2 auf der einen Seite, eben Flüssiggas und eben in weiterer Hinsicht Öl. Wir können jetzt in Deutschland auch eben steigende Ölpreise sehen. Und was sagst du eigentlich zu diesen Sanktionen, die jetzt der Westen verhängt hat? Haben die eine empfindliche Auswirkungen auf Russland oder sind es vor allem Maßnahmen, mit denen sich der Westen quasi selbst ins Knie schießt, wie man immer öfters hört? Also prinzipiell denke ich, dass es so ist, dass diese Sanktionen abzusehen waren. Das heißt, der Ausschluss aus dem SWIFT-System und auch die anderen wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, die jetzt stattfinden aufgrund des Konflikts, kommen nicht aus heiterem Himmel, sondern stehen mindestens seit 2014 offen im Raum. Vielleicht sogar vorher. Wir haben ja gesehen, dass eben ja Länder wie Kuba schon seit viel längerer Zeit unter Wirtschaftsblockaden stehen, Iran auch schon lange sanktioniert wird. Und ja, auch im Fall von Irak war das so. Also es ist kein völlig neues Mittel. Was Neues ist, sage ich mal, dass man inzwischen Kriege eher versucht über Wirtschaftsmaßnahmen zu führen. Das heißt, das ist meiner Meinung nach auch ein Verdienst von Trump gewesen, dass man eher versucht, militärische Konflikte zu vermeiden, sage ich mal, aber dafür Wirtschaftskriege führt. Das haben wir in den vergangenen Jahren eigentlich sehr stark gesehen im Fall von Syrien, jetzt die libanesische Zentralbank, die auch angegriffen wurde. Wir haben es gesehen im Fall von der Türkei. Also obwohl die Türkei selber ein NATO-Partner ist, gab es ja letztendlich auch da wiederum gewisse Sanktionen, Druck auf die türkische Lira und so weiter. Also das heißt, auch zu ihren eigenen Verbündeten sind die USA nicht unbedingt immer sehr nett. So. Und natürlich im Fall von Russland. Russland hat natürlich nochmal um einiges größere Wirtschaft. Von den Ländern, die bisher betroffen sind von Sanktionen, ist es sicherlich die größte Wirtschaft. Wobei ja selbst gegen China teilweise Handelskriege geführt wurden. Wenn man sich überlegt, was mit Huawei passiert ist, dann ist das auch nicht zu vernachlässigen. Also, dass das kurze Zeit der weltgrößte Handyhersteller war und auf einmal durch US-Sanktionen, Sperrung von Play Store etc. eben wieder abgesackt ist auf, ich weiß nicht, Platz 10 oder sowas inzwischen. Also auch immer mehr vom Markt verschwunden ist. Im Fall von Russland sind die Sanktionen aktuell besonders extrem, wobei man nicht vergessen darf, dass ursprünglich die EU nicht wirklich Sanktionen verhängen wollte. Die Amerikaner wollten Sanktionen verhängen. Die EU wollte das nicht wirklich machen, weil man die Versorgungssicherheit fürchtet. So bedeutet, dass wir eindeutig abhängig sind von russischem Gas. Ein Viertel der deutschen Stromproduktion basiert auf Gas und zu größten Teilen auf russischem Gas. Und das Gleiche ist ja für die Heizung. Ich glaube, fast jeder Haushalt in Deutschland
heizt eben auch mit Gas, mit wenigen Ausnahmen und ohne dieses Gas aus Russland, was eben zu sehr, sehr großen Teilen aus Russland kommt, könnten wir eben nicht mehr heizen und würden halt auch relativ schnell im Dunkeln sitzen. Aktuell ist es so, dass 2 Banken nicht unter die Sanktionen gefallen sind in Russland. Das eine ist die Sberbank und das andere ist die Gazprombank. Warum? Da geht es hauptsächlich darum, dass man weiterhin von europäischer Seite in der Lage ist, eben die Gasrechnung zu bezahlen. So, weil Russland natürlich auch irgendwann den Gashahn zudrehen wird, wenn der Kunde seine Rechnung nicht bezahlt, wie das eben ganz normal ist. Und dann wäre eben auch relativ schnell Schicht im Schacht, weil die deutschen und europäischen Gasreserven sind inzwischen schon sehr reduziert. Ich kenne die genauen Stände nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, sage ich mal, vielleicht 2 bis 3 Wochen maximal eben Versorgungslücken hätten, nicht nur in der Heizung, sondern auch in der Elektrizität, ist eigentlich abzusehen. Das heißt, sogar unsere Genie-Außenministerin Baerbock musste, glaube ich, vorgestern erst einräumen, dass man vielleicht ein bisschen doch zurückrudern muss mit den aktuell verhängten Sanktionen, weil sobald die Gasrechnung nicht mehr bezahlt werden könnte, wir doch größere Probleme bekommen in Europa. Für Russland selber sind die Sanktionen problematisch und verursachen aktuell noch ein Wirtschaftschaos, da die Industrie meiner Meinung nach noch nicht vollständig umgestellt ist auf Autarkie oder den Einkauf aus China und anderen Partnerstaaten wie Iran, Syrien, Venezuela etc. Ich denke, dass diese Umstellung bald passieren kann und sich auch auf dem russischen Markt die Lage entspannen wird. Wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel auch Softwarepiraterie in Russland erlaubt wurde, um die Sanktionen mehr oder weniger zu umgehen. Aber das sind natürlich alles so Details, die den normalen Arbeitsworkflow von Millionen von Firmen in Russland stören und die aktuell noch sehr auf der russischen Wirtschaft lasten. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt in Deutschland eben auch, dass viele Firmen die Produktion ausgelagert hatten nach Russland, Lieferprobleme haben, weil sie eben ihre Waren gar nicht mehr bekommen können, beziehungsweise auch, dass diese Handelswege gesperrt sind. Und bestes Beispiel habe ich nur gerade mitbekommen. VW selber hatte die letzten 2 Jahre eigentlich mehr oder weniger fast durchgehend Kurzarbeit, weil erst Halbleiterchips und Mikrochips fehlten auf dem Weltmarkt. Und jetzt war die Produktion gerade ein paar Wochen erst wieder angerollt und jetzt fehlen die Kabelbäume aus Russland. So. Das heißt, der Schaden, der an der deutschen Wirtschaft entsteht, wird doch immens sein. Das heißt, wir haben einmal angekündigt bereits 100 Milliarden an zusätzlichen Rüstungsinvestitionen, die die Regierung tätigen möchte. Wir haben eine riesige Flüchtlingswelle, die auf uns zurollt. Und diese Leute werden eben, sage ich mal, in Russland, im russischen Falle, hat Russland auch eine riesige Flüchtlingswelle, die sie gerade versuchen zu handeln. Aber sie haben mehr oder weniger diese Leute vorübergehend in Zeltstätten und vor allem eigentlich Hotels einquartiert im ganzen Land und gehen davon aus, dass der Konflikt eben innerhalb von kürzester Zeit gelöst sein wird und dann die Leute auch wieder zurückkehren können. Im Fall von Deutschland gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, weil jetzt auch aktuell die Flüchtlinge ohne weitere Passkontrollen, ohne alles reingelassen werden nach Deutschland. Und dann wahrscheinlich für die nächsten Jahre, immerhin bis sie ein Grundlevel an Deutsch gelernt haben, doch durchgefüttert werden müssen. Und da wird, denke ich, auch noch relativ viel auf die deutsche Wirtschaft, sage ich mal, zukommen. Und genauso eben auch mit den Gaspreisen und dem Ölpreis. Also wir sind ja jetzt schon über 4.000 Dollar, glaube ich, pro Kubikmeter Gas. Das wird sich langfristig auch noch extrem auf die Haushalte ausüben. Aber was wir halt jetzt schon merken, sind eben diese extremen Preise von über 2 Euro an den Tankstellen,
die bei Pendlern vor allem eben immer mehr Probleme verursachen, weil die sich natürlich auch langsam fragen, wenn ich riesige Rechnungen habe für meinen Sprit, den ich ja so nicht weiter steuerlich absetzen kann oder sonst was, und mir durch die Regierung dieser nicht erstattet wird, wieso gehe ich dann überhaupt noch arbeiten? Weil die Arbeitslöhne je nach Region, wenn man halt auch einen längeren Anfahrtsweg hat, eben so sind, dass sich dann wirklich die Arbeitnehmer fragen müssen, macht es noch Sinn, arbeiten zu gehen oder kündige ich meinen Job? Und es ist eben aktuell nicht abzusehen, dass die Regierung da in irgendeiner Form bereit ist, preistechnisch und steuertechnisch einzulenken. Und letztendlich ist es ein gerades Fahren auf den Abgrund zu. Und auch diese, sage ich mal, die Abhängigkeit von dem russischen Gas, wir sind ja immer mehr dabei, in diesen Konflikt einzusteigen in der Ukraine, obwohl das meiner Meinung nach absolut fatal ist für Europa, weil das würde sicherlich in einem, sage ich mal, es geht dann in die Richtung von einem Weltkrieg, wenn sich Europa wirklich einmischen würde. Und Russland hat bereits gesagt, dass man bereit wäre, auch mit nuklear zu antworten. So. Und ich denke nicht, dass das in europäischem Interesse ist. Und ich denke auch nicht, dass es in europäischem Interesse ist, diese Sanktionen durchzuführen. Und ich denke auch nicht, dass es in europäischem Interesse sein kann, dass bei der weiterhin bestehenden Abhängigkeit von Gas wir uns einen größeren Konflikt mit Russland leisten. Und das Unfähigste an dieser Regierung aktuell ist ja, dass man scheinbar nur seinen amerikanischen Herren gehorcht und den, was ja auch eine Möglichkeit ist. Also, wie sieht dann die Antwort aus? Impfpflicht oder? Also, Ja, na, du hast, glaube ich, einen das sehr ist dann. guten Punkt jetzt gerade erwähnt, nämlich, dass der Westen den Bezug zur Realität verloren hat, also sowohl in den USA als auch in Europa, und dass jetzt quasi Russland aus diesem westlichen Handels- und Wirtschaftssystem quasi ausgeschlossen wurde. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, Russland selber hat ja in den letzten Jahren begonnen, eigene Institutionen zu entwickeln, wie zum Beispiel die Eurasische Wirtschaftsunion oder den Vertrag für kollektive Sicherheit auf militärischer Ebene. Glaubst du, dass jetzt diese Sanktionen gegen Russland quasi die russischen Eliten dazu zwingen werden, ihren eigenen Machtbereich besser zu organisieren und quasi vielleicht auch im Verbund mit entweder jetzt nur zum Beispiel den Stan-Staaten und den ehemaligen quasi Staaten des Warschauer Paktes, die im russischen Bereich sind, quasi eine eigene Welt zu schaffen, eigene Institutionen, vielleicht eben sogar dann gemeinsam mit China? Oder glaubst du, wird Russland dieser Aufgabe nicht gerecht werden können und quasi über kurz oder lang wieder zum Westen angekrochen kommen und quasi alle eigenen Forderungen einstellen und sich da dieser westlichen Hemisphäre unterwerfen? Also ich glaube, der Westen hat natürlich jetzt ziemlich drastisch geantwortet, aber auch noch nicht kalkuliert, was er sich da selbst mit einbrockt. Das heißt, was der Westen jetzt geschaffen hat, wird letztendlich für den Westen viel fataler sein als das, was es eventuell zu gewinnen geben würde. Also der Westen geht weiterhin davon aus, dass man eventuell Russland wirtschaftlich oder auch militärisch mit geringen Interventionen, das heißt mit dem Entsenden von ja letztendlich Soldaten, die eigentlich Geheimagenten sind, in irgendeiner Art und Weise militärisch und wirtschaftlich zu schaden. Aber ich denke, was jetzt eigentlich passiert ist, ist, dass Russland endgültig mit dem Westen gebrochen hat und auch brechen musste. Und letztendlich wird das Finale darin bestehen, dass es zum Sturz des US-Dollars als globale Reservewährung und auch Leitwährung kommen wird. Die Sanktionen, die jetzt ja eben nicht nur Russland, sondern inzwischen so viele Staaten betreffen, verleiten ja schon fast direkt dazu, dass man sich zusammenschließt und anderweitig organisiert. Und gerade mit chinesischer Hilfe, die Chinesen haben ja auch eigene militärische und wirtschaftliche Interessen. Zum Beispiel hat China sicherlich auch langfristig, wie immer wieder angekündigt, ein Interesse daran, dass Taiwan wieder offiziell Teil Chinas wird.
Also China hat selber eigene Interessen, die es verfolgen wird. Und ich denke nicht, dass der Westen damit rechnet, wie die Antwort von Russland und den anderen Staaten sein wird, die unter Sanktionen aktuell leiden, weil diese Staaten letztendlich in der Lage sein werden, ich denke, dass das bereits vorbereitet ist, die Sanktionen durch Handel untereinander, aber dann später auch wieder mit dem Westen umgehen zu können. Das heißt, zum Beispiel das SWIFT-System, der Ausschluss aus dem SWIFT-System, hat eigentlich nicht, da wird nicht dazu führen, dass das SWIFT-System, sage ich mal, dass Russland darunter leidet an sich, sondern es wird dazu führen, dass das SWIFT-System nicht mehr seine Hegemonialstellung in der Welt hat. Und damit werden die USA für sich selber auch wiederum Probleme haben, den US-Dollar als globale Leitwährung umzusetzen. So. Und wir sehen schon, was jetzt aktuell passiert. Türkei hat eben erst angekündigt, mit Russland in Rubel zu handeln. China macht das bereits seit längerem, dass da gewisse Gas- und Öldeals in lokalen Währungen passieren. Und Russland hat auch ein eigenes SWIFT-System, was SPFS heißt, wo auch schon verschiedene Staaten angekoppelt sind und was ohne weiteres in der Lage sein wird, die westlichen Sanktionen zu umgehen und auch die westliche Hegemonialherrschaft über das Finanzsystem wohl abzulösen. Und zusätzlich gibt es noch einen aktuellen inneren Krieg natürlich zwischen den russischen Eliten, weil viele der pro-westlichen russischen Eliten jetzt eine Menge Geld verlieren. Die Oligarchen. aber ja, die russischen Oligarchen verlieren aktuell eine Menge Geld und ich meine, viele von denen sitzen auch im Ausland. Und ich denke, dass Russland jetzt sehr genau schauen wird, wer von diesen Oligarchen sich patriotisch und loyal verhält und wer nicht. So. Und das Resultat dessen wird meiner Meinung nach sein, dass die fünfte Kolonne in Russland mehr oder weniger vernichtet werden wird und letztendlich Russland völlig neue Positionen einnehmen können wird, weil eben jetzt diese Abhängigkeit vom Westen nicht mehr gegeben ist und weil man jetzt gelinde gesagt, wie kann man am besten sagen, darauf scheißen kann, was der Westen denkt und macht und sagt. Und ich denke, dass das auch absolut wichtig ist, weil man ehrlich gesagt sagen muss, der Westen ist in einem völligen Zerfallsstatus. Er ist einer völligen, ich weiß nicht, spätrömischen Dekadenz gefangen, die nicht zu ertragen ist. Also es fängt ja beim Gender-Wahnsinn an, geht über die Energie- und Klimapolitik weiter, die ja, also von Kobold also ich kann, also es ist schwer zu kommentieren, was sich eigentlich in den Köpfen der deutschen Politiker abspielt. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass eben die korruptesten Vollidioten an die Macht geputscht wurden von diesen Leuten, die die neue Weltordnung versuchen durchzubringen unter Klaus Schwab, die versuchen, den Great Reset durchzubringen und dass man eben möglichst versucht hat, sage ich mal, Idioten zu finden, die bereit sind, einem bedingungslos zu folgen. Aber natürlich Leute, die einem bereit sind, bedingungslos zu folgen, sind leider eben auch nicht besonders intelligent. So, und ich denke, dass man das jetzt auch sehr exzessiv an der deutschen Regierung sieht. Also von allem, sage ich mal, Peinlichen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, kann man wirklich wenig nur noch kommentieren zu dem, was an Wahnsinn inzwischen passiert. Also man ist ja in Europa, glaube ich, auch vor allem in Deutschland, mehr damit beschäftigt, wie man jetzt den russischen Panzer richtig gendert. Und während der russische Panzer, glaube ich, dann schon in Berlin steht, bis man sich da entschieden hat, was das richtige Pronomen für den russischen Panzer dann ist, um ihn halt auch nicht zu diskriminieren. Und ich denke, dass das auch innerhalb von der Bundeswehr und der Armee so gesehen wird. Das wird ja auch offen angesprochen, in den Medien. Und ich denke aber, dass dieser Zerfallsprozess der europäischen Staaten
und auch von Deutschland eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist, weil es da meiner Meinung nach, also die Diskussion, man merkt es am stärksten an den Diskussionen. Also mal ganz davon abgesehen von dieser ganzen Corona-Lüge, selbst die Diskussionen sind ja so irrwitzig, dass ein normaler Mensch das nicht mehr, auch ein normaler Mensch, der an den ganzen Quatsch glaubt, das nicht mehr ernst nehmen kann. Und das setzt sich ja in allen Politikbereichen fort. Und ich sehe deshalb eigentlich mehr oder weniger mittelfristig einen Kollaps mehr oder weniger des deutschen Staates und auch der Europäischen Union, weil auch eben ideologisch das sich inzwischen in so einem Endzeitstadium befindet, dass da wenig zu retten ist, meiner Meinung nach. Ich verstehe, das sind eigentlich ja dann für alle Patrioten und Antiimperialisten in Europa sehr gute Aussichten, dass das jetzt so langsam, wie du sagst, in einen totalen Zerfall übergeht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Russland sich gegen diese Maßnahmen dann doch recht gut verteidigen kann. Das denke ich, das gibt auf jeden Fall Hoffnung, die jetzt gerade in dieser Krisenstimmung sehr wichtig für die Menschen ist. Du hast jetzt eh schon die beiden Themen sehr ausführlich besprochen. Ich glaube, das ist gerade für die Leute wichtig, die sich jetzt nicht so intensiv mit den Sanktionen beschäftigt haben und vor allem eben auch damit, was das eben für Auswirkungen auf Europa haben kann. Dafür auf jeden Fall vielen Dank und zum Schluss möchte ich dir dann noch die Gelegenheit geben, quasi selber etwas zu sagen, was dir am Herzen liegt oder von dem du wissen solltest, dass es die Leute wissen sollen. Also ich kann schon wirklich, weil ja diese spätrömische Dekadenz nur noch schwer auszuhalten ist, nur dazu raten, Europa, macht bitte weiter mit den Sanktionen. Es ist wirklich, inzwischen kommt, glaube ich, immer mehr an, dass natürlich ohne Gas und ohne russisches Gas und ohne russisches Öl Europa vielleicht 2 bis 3 Wochen überlebensfähig ist, während mit den aktuell durchgeführten Sanktionen Russland mindestens mehrere Monate leben kann und wahrscheinlich auch bis dahin dann das Problem komplett gelöst haben wird, während das in Deutschland nicht zu lösen ist. So, deshalb kann ich nur sagen, bitte macht weiter, denn desto früher, sage ich mal, dieser Irrsinn hier endet, desto früher und desto besser ist es für uns alle, auch als Deutsche. Also es ist wirklich nur noch schwer anzusehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, eigentlich das Wichtigste, was passiert ist, ist, dass Russland die Pläne von Klaus Schwab und dieser Verschwörer-Clique des Weltwirtschaftsforums jetzt mehr oder weniger hat scheitern lassen. Also dieser gesamte Great Reset, den eigentlich Schwab durchführen wollte, ist meiner Meinung nach jetzt mit dieser russischen Operation völlig gescheitert. Also ein Great Reset, also es wird keine neue Weltordnung geben, wie Herr Schwab und einige andere Verrückte in der CIA und in gewissen Kreisen sich das vorstellen, auch in den kapitalistischen Kreisen sich das vorstellen. Das ist hiermit, glaube ich, ganz offiziell gescheitert. Eine Weltregierung, eine unipolare Weltordnung kann und wird mit Russland so nicht durchzuführen sein. Und eine Aufspaltung jetzt wieder in mehrere Blöcke zeichnet sich doch eindeutig ab, allein an den Flügen, dass man jetzt gar nicht mehr so einfach überhaupt vom Westen nach Russland kommt, Finanzsystem, Internet, Zensur und so weiter. Das heißt, das, was ursprünglich geplant war, meiner Meinung nach, dieses Great Reset Konzept ist völlig gescheitert. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem hier, sage ich mal, unter einem doch sich ausdehnenden Regime leiden werden. Das sieht man ja auch daran, dass jetzt der Bundestag trotzdem eine Impfpflicht entschließen möchte. Aber letztendlich sind all diese Weiterführungen dieser Konzepte völlig absurd, wenn man genau beachtet, dass eben das eigentliche Endziel, die neue Weltordnung zu schaffen, gescheitert ist. Und was stattdessen passiert, ist, es wird eine neue Weltordnung geschaffen, ja, aber eben nicht von dieser Seite Schwab, Bill Gates, CIA, dieses ganze Epstein-Komplott und so weiter,
sondern eben von der antiimperialistischen Seite, von der russischen Seite, von der chinesischen Seite, mit allen Alliierten zusammen, mit der Achse des Widerstandes von Libanon über Syrien, über Iran, Kuba, Venezuela, Nordkorea. Die neue Weltordnung ist gescheitert und es wird eine andere Neuordnung, als diese Imperialisten sich das vorstellen. Ja, also ich denke, das sind sehr schöne Aussichten und du hast das, glaube ich, selber sehr gut gesagt. Also natürlich ist dieser Great Reset jetzt auf globaler Ebene gescheitert, aber natürlich bei uns im Westen, quasi da wird das natürlich noch eine Zeit lang weitergehen. Und ich denke, du hast das auch sehr schön zusammengefasst, dass es jetzt an uns ist zu kämpfen, an uns jetzt eben quasi dann auf lange Sicht revolutionär tätig zu werden und zu schauen, dass wir diese westlichen Marionettenregierungen loswerden, damit wir da wieder in einer gerechteren Welt leben können und vor allem, dass Europa quasi wieder zur Vernunft zurückkehrt und eben dem Wahnsinn abschwört. Ich möchte auch noch abschließend alle dazu auffordern, weiterhin den Druck auf der Straße aufrechtzuerhalten. Wir müssen vor allem jetzt weiterhin auch in die Straße, auf die Straße gehen und zwar nicht wieder für Fridays for Future oder unsere Ukraine-Fähnchen schwenken, wie unsere Regierung das von uns verlangt, sondern wir müssen ganz klar sagen, nein, wir wollen keine Impfpflicht. Wir müssen ganz klar sagen, nein, dieser Wahnsinn muss beendet werden. Und ich rufe deshalb weiterhin dazu alle auf, sich den Demonstrationen anzuschließen und ganz klar Position zu beziehen, auch in der Straße. Ja, das sind sehr schöne Schlussworte, denen ich mich nur anschließen kann. Lieber Tobias, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich werde dann noch im Anschluss dann in der Beschreibung vom Video den Telegram-Kanal der antiimperialistischen Aktion verlinken, wie ich denke, eine sehr unterstützenswerte Organisation, gerade in Deutschland. Und ja, liebe Zuseher, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte teilt es mit euren Freunden und Verwandten, verbreitet es in den sozialen Medien, damit wir der Einheitsmeinung von Zuckerberg, Gates und allen anderen etwas entgegensetzen können. Und natürlich vor allem abonniert unseren Kanal, abonniert den Kanal der antiimperialistischen Aktion, damit wir wirklich diese antiimperialistische und patriotische Propaganda und eben eigentlich nicht die Propaganda, sondern die Wahrheit breiter streuen können, damit wir in Zukunft hoffentlich in einer besseren Welt leben und nicht mehr in diesem unipolaren Desaster. Dementsprechend noch einmal vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja? Danke. Bitte.